und mich hören. Ursi? Ja, das sind wir. Toll, ja, toll. Wie geht's? Danke gut. Du, übrigens, bei uns ist das Wetter auch nicht ganz so schlimm, wie man eigentlich hätte können vermuten können. Es ist wechselhaft, allerdings noch ein bisschen kühl. Aha. Gut, du sagst uns mal, was sonst noch im Sonntagsmagazin ein bisschen los ist heute Nachmittag, gell? Richtig. Gut, also. Herzlich willkommen. Wir sehen uns ja noch. Sehen wir. Herzlich willkommen. Da sind wir live in unserer Sonntagsmagazin-Stube. Heute vielleicht besser Sonntagsmagazin-Restaurant. Und ich habe mir dann gesagt, also wenn der Mani sich schon in Brienzone vergnügt, ich bleibe nicht allein da sitzen. Dann hole ich mir Gäste ins Studio. Und es sind junge Gäste da, darf begrüßen und ihnen auch vorstellen, Kinder-Rockband Limit. Wer die Limit sind und was für Musik das machen, das erfahren Sie dann im Laufe des Nachmittags. Was in Brienzone los ist, das hat bereits der Mani angedeutet. Wir haben Ihnen das Programm, das von Zürich auskommt. Zuerst werden wir Ihnen zeigen, wie das so her und zu geht, wenn man so ganz nach Gotthelfsart heiratet. Dann ein Studiogast bei uns, der Wiesel Gier, jeder kennt ihn. Er erzählt etwas über eine Kartenaktion. Wir werden einen Dokumentarfilm sehen über die Schweizer Dampfschiff mit ihrer alten Tradition. Und natürlich, wie immer am Sonntag, ein Trickfilmprogramm. Dann eine weitere Dokumentation, die uns über die Grenzen der Schweiz ausführt. Es geht um Mönche in Thailand. Und wenn Sie sich informieren wollen, wann was kommt, Teletext Seite 145 in Ihnen Auskunft oder auch über das Telefonnummer 165 können Sie alles erfahren. Wie Sie sicher schon gemerkt haben, wir haben keine Teletextnummer bekannt gegeben, auch keine Vorwahl, also keine Region, die heute mitspielen könnte. Es ist das heute auch ein bisschen anders. Wir haben uns gesagt, wenn wir schon wieder mal auswärts sind, dann nehmen wir doch auch Kandidaten, die gerade dort sind. Und was liegt näher als Kandidaten zu nehmen, die eh schon den ganzen Nachmittag spielen? Also, wer jetzt bereits am Telefonieren ist, bitte wieder auflegen und nicht anrufen. Per Telefon gibt es heute kein Teletextspiel. Ja, und da wären wir eigentlich jetzt auch bei der kompletten Programmübersicht, was alles am heutigen Sonntagnachmittag gibt. Wir fangen dann gerade an mit der Emmentaler Bauernhochzeit. Nachher schalten wir wieder live nach Brienz, dort Spiel und Musik. Dann werden Sie das erste Müsterli zu hören bekommen von der Kinderrockband Limit. Weitere Dokumentation steht auf dem Programm über Dampfschiffe in der Schweiz. Dann wieder geht es live nach Brienz und am 4. Tagesschau. Anschliessend dann gehen wir nach Thailand und lernen dort einen Mönch kennen. Wieder geht es am 20.05 Uhr live nach Brienz, am 5.05 Uhr Sport, anschliessend der Trickfilm. Dann erfahren wir, wer die Limits sind. Nochmal ein Auftritt von der Kinderrockband. Und zum Schluss vom heutigen Sonntagsmagazin dann nochmal eine Live-Schaltung nach Brienz. Mai und Juni, das sind sicher die zwei Monate, die beliebtesten zwei Monate im Jahr, wo man es macht, wenn man es vorhat, nämlich heiraten. Wir möchten Sie gerne entführen an ein Hochsee. Aber ja, wo kommen wir her? Aus Seebach, Zürich-Seebach. Zürich-Seebach, also eine richtige Zürcher Band, kann man sagen. Ja. Wenn man jetzt also grundsätzlich einmal sagen möchte, was ihr für Musik macht, in welche Richtung geht das? Ja, es geht so in Richtung Rock. Rock. Wir hören gerade jetzt das Müsterli. Was spielen wir? Jetzt spielen wir den Traum. Den Traum. Bitte, Limit. Oh,
herzlichen Dank den Limits. Wie sie überhaupt dazu gekommen sind, Musik zu machen und wie sich das vereinbart mit Schule und Eltern und Kollegen, das werden sie auch noch erfahren im Laufe des heutigen Nachmittags. Wenn wir also vorausschauen, wechselhaftes Wetter, Sonne. Herzlichen Dank der Kinderrockgruppe Limit. Eine weitere Kostprobe haben wir gehört. Wie hat der Titel geheißen? Das war Warten. Wir warten? Ja. Jetzt, wir haben vorhin schon erfahren, ihr seid zwischen 12 und 15 Jahre alt. Kommt aus Zürich. Wie lange spielt ihr schon zusammen? Ja, etwa 5 Monate sind das jetzt. 5 Monate? Und wie habt ihr euch getroffen? Habt ihr euch schon vorher gekannt? Puh, oh, heikles Thema. Heikles Thema. Zwei Gruppen. So. Sie waren in der Gruppe und wir sind in der Gruppe. Und nachher haben wir ein bisschen Problem in unserer Gruppe und haben eigentlich auch einen Sänger gesucht und haben ihn wollen als Sänger und den Mann bitten und nachher ist es dann so gewesen, dass wir uns zusammengeschlossen haben, also wir beide und sie, und am Schluss ist ein Lied dazu gekommen. Jetzt euer Gruppenname Limit, das setzt sich, glaube, das haben wir im Vorgespräch gesagt, zusammen aus euren Vornamen. Ja, das ist Elvi Lukas, ich wie Jürg, also es stimmt eigentlich nicht genau, aber es kommt schon. wie Micha, ich wie John und T wie Martina, also wir sagen einfach Tina, das mit dem T. Das klingt einfach irgendwie originell. Das klingt gut, Mensch. Was sagen auch eure Eltern dazu? Ja, sie haben den Plan, dass wir Musik machen. Also meine Eltern sagen zum Beispiel, ja, los, du kannst schon Musik machen, aber wenn du in der Schule dann schlechter wirst, dann ist nicht musst so du ein bisschen aufpassen, ja. Sagen sie so. Aber sonst auch bei euch kein Problem daheim? Nein. Also, ich habe manchmal nicht. Ein Problem mit dem Üben, weil ich ziemlich weit bis ich da üben kann. Und dann haben wir mit der Schule jetzt manchmal eben nicht so drin. Also. Und Kollegen, sind die leicht neidisch oder werden sie da bewundert? Ja, das ist es kommt darauf an, teils finden sie die Musik gut und teils sagen sie so ganz im Hinterhalt so, ja, ist vielleicht schon nicht so super und so. Ich glaube, es sind die, ein paar die Sachen. Neidisch sind, die das sagen. Also. Ja. Aber größtenteils bewundert sie es schon. Ja. Haben Sie auch schon andere Auftritte gehabt? Jetzt hier ja, im Schweizer Fernsehen, ich nehme an, das ist das erste Mal, dass Sie überhaupt im Fernsehen sind. Ja. Wie sieht es sonst aus mit Auftritten? Wir haben sonst zwei Auftritte gehabt. Und sind aber ganz vollständig? Nie vollständig, als das einzige Mal hat der gefällt. Schon nicht tröteln kann. Aber jetzt ist es wieder gut. Ja, es sieht so aus. Das auf jeden Fall. Und das andere Mal haben sie beide müssen singen, wie Tina nicht können. Und dann Haben ihr demnächst vor, mal eine Platte rauszugeben? Oder dürft ihr jetzt einfach weiterhin durch die Lande ziehen? Ja, Platten rauszugeben ist ein bisschen
Schön wär's. Groß gesagt, also schön wär's. Schön wär's, sagen wir es so. Wir haben noch nichts gefunden. Okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall toi 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 auf eurem weiteren musikalischen Weg. Danke auch euch, dass ihr ins Studio gekommen seid. Und macht es gut. Also. Vom Sonntagsmagazin aus, wenigstens da, was Zürich betrifft, dürfen wir allen noch recht einen schönen Sonntag wünschen. Das E-Pünktli vom heutigen Magazin macht nämlich der Mani.